So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir den Feuertempel beendet und können jetzt uns hier die Belohnung abholen. Es ist kein Geheimnis, was passieren wird, aber ja. Juno, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Die Stimme kenne ich doch. Warst du das, der die ganze Zeit zu uns gesprochen hat? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Goronenkrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Feuers. Du kämpfst mit vollem Körpereinsatz, wie es einem Goronen geziemt. Ich bin stolz auf dich, mein Erbe. Das Scheusal, das ihr besiegt habt, war der Ursprung der Steine, die unser Volk verdarben. Ein Scherge des Dämonenkönigs. Seine Aufgabe war, dich von dem Kleinod fernzuhalten, das du berührtest. Dem Mysterienstein. König? Stein? Was? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du verwirrt bist. Drum höre gut zu, denn ich habe dir etwas zu sagen. Über den großen Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Na dann, schauen wir mal, was wir zu sagen bekommen. Es geschah vor langer Zeit, kurz nach der Gründung des Königreichs Hyrule. Da suchte eine finstere Gestalt die Unschuldigen heim und schickte sich an, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rauru, der erste König Hyrules, nahm dies nicht hin. Zusammen mit 6 Kriegern bot er ihm die Stirn. Und damit wir dem Dämonenkönig trotzen konnten, schenkte uns Rauru die Mysteriensteine. Heilige kleine Odien, welche die Macht ihrer Träger verstärken. Mit dem Stein ausgerüstet, stürzte ich mich als Weiser des Feuers in die Schlacht. Doch unser Feind war übermächtig. Ich frag mich nur gerade wieder, aber das selbst kann man nachher. Mit all meiner Kraft vermochte ich wenig gegen ihn auszurichten. Er war unvorstellbar stark. Schließlich begriff Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig nicht möglich war. Und so opferte er sich selbst, um den Dämonenkönig zu bannen und unseren Kampf zu beenden. Das war also der Versiegelungskrieg? Und etwas später... Da besuchte mich eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Jener Tag sollte das Schicksal der Goronen beschließen. Irgendwann wird der Bann brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Nur mit gewaltiger Macht wird man ihm dann noch Widerstand leisten können. Die Macht der Goronen, die Herrschaft über das Feuer... Bitte, schenke sie Link, unserem Ritter. Von da an stand fest, dass wir ihm dereinst zur Seite stehen würden. Der Sieg über den Dämonenkönig ist unser höchster Wunsch. Wenn der Dämonenkönig zurückkehrt, dann wird auch unser Volk wieder einen Weisen des Feuers hervorbringen. Ich verspreche dir, dein Ritter wird nicht alleine kämpfen müssen. Dies war die Geschichte des Versiegelungskriegs und der Bestimmung unseres Volkes. Goronia ist zwar gerettet, doch die Wiederkehr des Dämonenkönigs steht bevor.
Yunobu, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein und erfülle, was ich der Weisen der Zeit schwor. Kämpfe an Linksseite in den vielen Schlachten, die er eurer hat. Es ist also meine Bestimmung, dass ich an Linksseite kämpfen soll? Und dafür wurde mir das hier vermacht, ja? Oh Mann. Ich bin zwar kein so felsenfester Held wie all meine Vorfahren. Aber wenn ich jetzt kneifen würde, wäre ich kein Kiesel mehr wert. Ich bin nämlich kein kleines Steinchen mehr. Das beweise ich euch. Ich bin jetzt nur gespannt, ob man beide Spüre gleichzeitig haben kann oder ob man die dann tauschen muss, je nachdem, was man gerade braucht. Enttäuscht sein. Das schwöre ich. Und nun nach Hause. Das werde ich in der Tat nicht sein. Du wirst mir sehr, sehr große Dienste... kann nicht mehr reden. Was ich sagen wollte, ich frage mich, wie die Geschichte, die hier erzählt wird, jetzt wieder in die Haupttimeline von Zelda passt. Weil wegen erster König Hyrules? Rauru? Ich bin verwirrt. Ah, sie zerfallen einfach. Sehr gut. Weg mit den Drogen. Drogen sind schlecht, okay. Weg mit der ganzen Scheiße. Das bedeutet aber auch, jetzt werden jede Menge Quests hier gleich aufgehen. Oh je. Beziehungsweise losgehen, beziehungsweise möglich sein. Ihr wisst, was ich sagen will. Na, jetzt geht hier alles Mögliche los. Ach Gott. Gesplittert nochmal. Kannst du dir vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Was hast du dir dabei? Bitte nicht böse sein. Yunobu hat nichts getan. Ist gut, Tokachin. Er hat ja recht. Ich habe allen einen riesen Ärger beschert. Wenn ich mal darüber nachgedacht hätte, was ich da eigentlich tue, dann... Aber du wolltest Goronia doch nur wieder so machen, wie es früher war. Und das hast du auch. Du bist der Held von ganz Goronia, weil du Yunobu gegründet hast. Und jetzt erst recht. Ich... Ach, danke, ihr beiden.
Und auch dir vielen Dank, Link. Nur dank dir ist die Schlemmstein-Krise zu Ende und die Goronen in unserer Stadt können wieder lächeln. Wenn du die Maske nicht zerstört hättest, dann... Ach, ich will überhaupt nicht daran denken. Prinzessin Zelda war hoffentlich nicht allzu böse, weil die Maske nun kaputt ist, oder? Ihr seid alle... Wir haben sie nicht getroffen. Ja, natürlich nicht. Es sah so aus, als hätte sich die Prinzessin freiwillig in das Felsmonster hineinbegeben. Ja, Mensch. Und als alles überstanden war, haben wir sie nirgendwo mehr gesehen. Herr Juniboss, ob das eine andere Prinzessin Zelda war? Eine, die böse ist? Guck mal. Einer checkt was. Einer checkt was. Einer. Der Jüngste, natürlich. Was soll das denn heißen? Das klingt so, als ob die Prinzessin, der ihr gefolgt ist, in Wirklichkeit das Steinmonster war. Bitte? Wobei, wie ich so zurückdenke, die Person, die mein Ahne als die Weiße der Zeit bezeichnet hat, die sah auch aus wie Prinzessin Zelda, ob sie am Ende vielleicht die richtige Zelda war. Aber mein Vorfahre lebt vor langer, langer Zeit, das kann also gar nicht sein. Dann müsste die Prinzessin Zelda, der wir gefolgt sind, doch die echte gewesen sein. Mein Ahne, die längst vergangene Zeit, in der er lebte. Prinzessin Zelda, war es denn nun die echte? Oder hat man uns nur getäuscht? Um es kurz zu sagen, ich geb's auf keinen Schimmer. Doppelgängerin oder nicht, nur Prinzessin Zelda kann uns nun erklären, was hier los ist. Wir müssen sie finden. Mit der Junobau werde ich dafür sorgen, dass es um die ganze Stadt herum auch schon nach Spuren der Prinzessin gehalten wird. Du und ich, wir sind jetzt ein Team, ob wir nun zusammen sind oder uns viele Meilen trennen. Ich habe die Sache im Griff, Partner, versprochen. Na, endlich. Können wir jetzt weiterspielen? Du kannst deinen Freunden gerne helfen, aber weh, du schiffst nochmal solche fiesen Felsen. Klar, kleine Juniboss. All right. Ja, und da geht's nämlich schon weiter. Ah, okay, komm. Ach ja, mir ist jetzt eingefallen, dass die merkwürdige Zelda, die mich unter ihre Kontrolle gesagt hatte, das war, als wir Schlemmsteine an der Nordseite des Tunnelbergs abgebaut haben. Ich soll auf keinen Fall in die Nähe der Exalseen gehen. Einen Grund dafür hat sie nicht genannt. Die Exalseen? Dass du davon gehört hast, überrascht mich jetzt ein bisschen. Man nennt die Seen auch die Exalbrüder. Gibt einen Kinderreim darüber. Das sind die beiden, ja. Das sind die beiden, ja, ich check schon. Wo ich auf der Karte gesagt habe, das sieht aus wie zwei so Echsen. Großer Bruder schützt den Schatz, kleiner Bruder macht darauf Hatz. Die Exalbrüder im ewigen Streit über den Besitz des Schatzes entzweit. Ich habe überall danach gesucht, dass ich noch ein junger Kiesel war, dachte, da gäbe es den Schatz zu holen. Und wie ich mich so umsehe, geht plötzlich der Todesberg hoch. Und bevor ich überhaupt den Knall richtig gehört hatte, war der ganze Berg voller Lava. Junge, das hatte ich völlig verdrängt. Jetzt hast du mich wieder neugierig gemacht, ist lange her, aber lass uns auf die Suche gehen. Es muss irgendwo auf halber Höhe des Todesbergs gewesen sein. Ich glaube, es war die Nordseite. Okay. Ja, mein Rücken zwickt wieder. Der Schatz der Exalseen. Na, also ich glaube, das ist das hier. Oh mein Gott, ich wollte nicht diese Taste drücken. Ich wollte diese Taste drücken. Hier. Ich denke, das ist da. Hier, na so, da und da und dann mit einer Lore da rein. Das ergäbe schon irgendwo Sinn, wenn da was wäre. So, aber was mich gerade ein bisschen ärgert, ist, dass wir jetzt hier sind. Ich will eigentlich nochmal, ach Mann. Ich habe so viel im Kopf, was ich tun will. Und hier könnte ich jetzt auch wieder 3 Millionen Sachen machen. Das überfordert mich. Jetzt kochen wir erstmal. Als allererstes kochen wir jetzt Essen. So. So ein Ding ist das. Ich glaube, wenn ich einen Goldapfel verdingse, dann kriege ich da noch diesen Gelbherzeffekt dazu, richtig? Nee. Habe ich jetzt einen Goldapfel verschwendet? Oha, okay. Ich dachte, kann man irgendwie... Irgendwie kann man so einen Effekt draus machen. Ich weiß leider nicht, wie. Komm, wir machen Angriffsessen. Sehr schön. Mehr Angriffsessen. So. Gib
Gibt's auch noch irgendwie so. Ach, guck mal, wir haben auch 3 Millionen Pilze gefühlt. Aber die heilen dann halt auch nicht so viel hoch, ne? Fische haben wir auch einige, die wir kochen könnten. Die Frage ist halt. Ja, genau, hier, das wollte ich. Ich wollte zu Maxi. Genau hier, sowas da. Ich glaube, da ist dann sogar egal, was man dazu reinkocht, weil das einfach dann eh über die. Also drüber auffüllt. Ja, hier plus 4, zack. Maximale Heilung und nochmal 4 Herzen obendrauf. Sehr schön. Dann verwurschteln wir noch unsere Maxi-Trüffel hier. Füllen wir mit Äpfeln auf. Plus 1. Ich glaube, das lässt sich noch weiter steigern, wenn man was anderes nehmen würde, aber. Ah, wir probieren es mal aus. Warte mal. Ich nehme mal hier einen solchen und so Tomaten. Die füllen nämlich mehr auf als Äpfel. Ne, ist auch plus 1. Okay. Gut, ich denke, erstmal genug gekocht. So, wobei vielleicht noch Kleinigkeiten kochen. Einfach so ein bisschen. So Pilzspieße oder sowas. Könnte man ja kombinieren mit so einem Abwehrpilz auch. So. Aber ein bisschen Abwehr noch höhere. Ja, einfach so ein paar Sachen noch kochen. Fröstlinge haben wir 45 Stück. Und Leuchtpilz haben wir so viel. Wo sind denn unsere Himmelspilze? Ah, guck mal hier, Himmelspilze haben wir auch ganz viele. Aber die geben halt auch gar nicht so viel. Die geben noch weniger als die Hyrule-Pilze. Oha, das macht einfach nur 2,5. Das ist ja nichts. Das ist ja komplett useless. Na gut. So. Was mit dir? Sabak. Oh. 10 Topasse für 1000. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht. Ja. Dachte ich mir. Was gibt's jetzt hier? Steinsalz braucht man nicht. Rohrzucker braucht man nicht. Kronengewürz braucht man nicht. Feuerfrucht kann man jetzt hier auch kaufen. Aber das ist alles, wozu sollte man sowas kaufen? So, nee. Okay, also was ich jetzt als allererstes tun will, ist, ich will hier runter. Ich will hier hin. Und dann wollte ich mir noch die Mine anschauen, die wir da in der Ferne gesehen haben. Die Mine will ich auf jeden Fall noch machen. Wir haben da eine Mine in der Ferne gesehen und da will ich hin. Und zwar, was ist denn jetzt los? Ja, ach. Okay, warum hat er mir das vorhin nicht? Oh, ich habe tatsächlich beide gleichzeitig. Sehr gut. Oh, da wäre. Okay, wir können uns kurz unser Foto nachholen von damals, was wir verpasst haben. So. Hihi. Oh, das kann aber. Ah, ich dachte, damit kann ich vielleicht die schon kaputt machen, so ein bisschen. Das ist ja ärgerlich. Na gut, dann muss ich da einmal mit einem Pfeil, mit einer Bombe reinzünden. Junge! Warum ist denn die jetzt explodiert, hä?
Hä? Oh, ist es hier zu heiß, dass die gleich an meinem Pfeil, an meinem Bogen explodieren? Kann das sein? Aber dann habe ich ja nichts, womit ich die Felsdinger kaputt kriege. Okay, das Foto habe ich jetzt schon. Oh, der ist neu. Wait, da war noch was Oranges. Was war denn hier orange von denen? Ja, aber dann kann ich ja nicht... Ah, jetzt habe ich sie kaputt gekriegt, oder? Ja, so ein bisschen. Die haben immer noch gelb vorne dran, aber er nicht mehr. Aber stimmt ja, mein Pfeil brennt ja auch sofort. Das ist sicherlich nicht dann die beste... beste Art und Weise, damit umzugehen. Ach, guck mal, der in der Mitte hat auch kein Gelb mehr. Ja, okay, vielleicht kann man die dann anders angehen. Ah, der hat jetzt auch kein Gelb mehr. Jetzt haben wir hier... Ah, wir haben hier... Ich checke. So, komm, Yonobu, mach nochmal eine Runde. Bam. Sehr gut. Und jetzt können wir hier normal kämpfen. Und der ist auch gleich down. Sehr schön. Wunderbar. Oh, Bockblindherz sogar mitgenommen. Blauer Bossbockhorn, auch nicht schlecht. Ganz viele Hauer. So, wir brauchen ja Monstermaterialien auch für die... Für die Dings, weißt du schon. Hoppala. Für die... Kleidung. Das ist ab jetzt ja alles deutlich wichtiger, als es davor war. Liegt hier noch irgendwas rum an Materialien? Nee, ich glaube, das war's. Okay. So, holen wir uns kurz unsere Herzen zurück. So. Okay. Ja, cool. Da hätten wir halt schon die nächste Wurzel sogar, ne? Ja, nee. Nein, ich will jetzt mich nicht von anderen Wurzeln ablenken lassen. Ich will da drüben... Da ist nämlich, zum einen ist da so ein Irrlicht und zum anderen ist da eine, ich meine eine Mine gewesen. Ich meine, ich hätte da sowas Minenartiges gesehen. Auf jeden Fall ist da ein Gebäude. Ob Mine oder nicht, auf jeden Fall ist da ein Gebäude in der Richtung. Oh. Und ich hole mir jetzt nicht dieses glänzende Ding, weil das, ich nutze es ja nicht. So, das ist mein Problem. Also... Ich hole mir immer diese Glanzwaffen, diese speziellen Glanzwaffen, und dann sind die mir immer so wichtig, dass ich die einfach nicht nutze, was halt saudumm ist. Okay, pass auf, wir lösen jetzt einmal gerade da drüben die... Wobei, habe ich die schon? Das ist die, die ich schon habe, ne? Ups. Stimmt. Ich habe hier schon Licht gemacht auf dem Weg hier hoch. Das ist der Weg, den ich gekommen bin. Lol. Okay, pass auf, dann gehen wir den Weg jetzt hoch, weil da die ganzen Irrlichter sind. Das ist auch in der Richtung, in die ich will. Ja, das ist auch die Richtung, in die ich will. Das passt schon. Das passt schon, ja. Dann können wir uns da noch hochbegeben. Hoch. Ich wollte mich hochbegeben, nicht weiter runter. So.
Oh, da oben ist aber auch nochmal eine neue Wurzel. Die können wir auf jeden Fall auch noch auslösen, ja. Sehe ich langsam nichts mehr. Man kennt's. Ah, perfekt. Wir sortieren gerade mal. So, so will ich das haben. Ups, ich wollte nicht noch eine werfen. Ist aber egal. Passt schon. Wir haben ja genug. So. Dich nehmen wir auch noch mit. Und dann war irgendwo in die Richtung, war doch ein Gebäude. Bin ich jetzt dumm? Das habe ich von irgendwo... Wovon, wo habe ich denn das gesehen? Von da habe ich das gesehen. Das war so in die Richtung. Ja, okay, da ist jetzt... Ja, okay, da ist jetzt die große Felswand dahinter. Okay, dann fliegen wir jetzt erstmal gerade darüber. Nehmen die Dinger da unten mit. Warum das jetzt hier so einsam ist, weiß ich auch nicht. Ja, hier, das ist... Da ist, glaube ich, jetzt die Mine. Oder erstmal nur ein Gefährt, weiß ich nicht. Da ist ein einsamer Fels. So, hier könnte ich mir wieder irgendwas bauen wahrscheinlich. Wenn ich schon das passende... Ah, hier wäre auch ein Luftballon. Oh, wobei, der Luftballon wäre jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder kann ich hier rüberlaufen? Weil die will ich schon haben. Guck mal, wie viele da sind. Aber jetzt geht's hier wieder runter. Ja, nee. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so haben will. Na, warte mal, wir können ja hier hoch. Wir können ja hier hoch. Ja, doch, 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 doch. Doch, 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 wir kommen hier schon dahin, wo ich will. Ja, doch, das sieht doch ganz gar nicht so verkehrt aus. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Sehr gut. Da sind sie. Einfach zwei riesige Irrlichter. Yo. Und das ist, was ich meine. Genau, das ist, was ich meinte. Hier ist eine Mine. Wusste ich doch. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Da können wir dann wieder nach oben. Komm, wir gehen gleich nach oben. Machen wir das als erstes. Verlassene Eldin-Mine. Sehr schön. Und bei der Ranell-Mine dürften wir ja wieder auf unseren Kollegen treffen. Ich glaube, hier haben wir Ruhe. Ich glaube, hier ist niemand, der uns stressen will. Dann klettere ich da jetzt erstmal so hoch. Ich schätze mal, hier kriege ich einfach nur in Anführungszeichen ein neues... einen neuen Bauplan. Und halt viel Loot. Ne? Loot ist ja hier nicht zu unterschätzen. Das haben wir längst gelernt. Yes! Sehr geil. Ja, Loot ist nicht zu unterschätzen hier in dem Spiel. Das haben wir längst gelernt. Ich wiederhole mich. Macht aber nichts. Und wo ist jetzt die Wurzel, die wir gesehen haben? Die hätte ich gerne vorher aus... Naja, egal. Ein Jäger wird hier auf jeden Fall auch gleich wieder auf mich warten.
Ich hätte gerne erst die Wurzel. Ist sie da oben drauf? Wahrscheinlich ist sie da oben drauf. Ausgelöst, weil ich dann das Ganze hier schon ein bisschen als Überblick gehabt hätte. Die ist da oben drauf irgendwo, glaube ich. Dann bräuchte ich jetzt nämlich nicht die ganze Zeit rumschmeißen. Ja, das ist der Jäger. Das ist der Jäger, das ist schon klar. Ich will eigentlich erst die Wurzel auslösen. Wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, will ich erst die Wurzel auslösen. Aber dafür muss ich da irgendwie hoch. Dann wäre hier halt schon alles heller. Na komm, wir klettern nochmal hoch. I'm sorry. Kann ich das so ein bisschen schneller überspringen? Ja, okay, es hat jetzt echt nicht lange gedauert, da hochzuklettern nochmal. Okay, passt. Passt. Hat jetzt echt... Ich dachte, es dauert länger. Alles gut, alles gut. So. Zack. Und von hier oben müsste ich doch jetzt schneller hier hochklettern. Hä, aber das... Wo ist denn die Wurzel, die ich gesehen habe? Weil das hier ist doch jetzt eine riesige Wand nach oben. Da komme ich doch jetzt nicht. Ja, da ist... So komme ich doch nicht da hoch. Was könnte jetzt schief gehen? Das ist zu steil, um jetzt anzuhalten. Das funktioniert nicht, wie ich das will. Ich glaube, die ist da oben drauf. Oder? Also komme ich da nicht hin. Ach so. Ah, da oben ist sie, da oben ist sie. Okay, 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 ich bin dumm. Pass auf, wir machen das natürlich ganz easy. Wir machen das natürlich ganz easy. Wieso kann ich den nicht bauen? Also, wieso kann ich den nicht kostenlos bauen, ist die Frage. Ach so, weil nur der da... Ja, okay, aber wieso ist denn hier jetzt kein... Nicht das Teil zum Ballon dazu? Das ist ja auch wieder dumm. Okay, habe ich genug für ein Flugzeug? Ich habe einen Ventilator zu wenig. Auch interessant. Und ich habe kein so Steuerding. Also ja, ich könnte Kapseln halt nutzen, um das dann zu ersetzen. Ich weiß das schon. Oh, ich könnte hier was an... Okay, warte mal gerade. Was ich auf jeden Fall bauen könnte, wäre so ein Ding. Nee, geht auch nicht.
Ich dachte, das reicht hier, was hier zur Verfügung ist. Tut's scheinbar nicht. Ich könnte halt, wahrscheinlich soll ich einfach eine Kapsel nutzen, oder? Huch, wo kommt ihr denn jetzt her? Ach komm. Aber gut, gibt schön Sonanium. Gibt schön Sonanium. Oder zumindest Bocklenhorne. Ja, komm, ist auch in Ordnung. Da ist mein Sonanium. Ich glaube, ich mache es mir wieder schwieriger, als es ist. Eigentlich ist es gar nicht schwierig. Ich müsste einfach nur eine dumme Kapsel nutzen von den 3 Millionen Ventilatoren, die ich habe. Komm, was soll's. Okay. Ist hier so ein Steuergerät? Ja, so ein Steuergerät wäre hier. Okay, sehr gut. Dann bauen wir uns halt wirklich ein Flugzeug. So. So, zack. Jo, wo muss denn das da jetzt drauf eigentlich? So rum, ne? Let's go! Okay, es fährt halt nicht los. Wie kriege ich das Ding zum Losfliegen? Wie kriege ich dich zum Losfliegen? Oh, guck mal, was hier alles ist. Übrigens sehe ich jetzt erst. Vom Boden aus wird es auch nicht losstarten. Ich bräuchte so eine Rampe, ne, zum Losfliegen. Ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Ich will mal was ausprobieren. Mich interessiert gerade was. Wartet mal. Wie gut? Nein. Wie gut funktioniert es? Also, wie stark hebt das Ding jetzt ab? Lol. Das hebt ja voll krass ab. Es ist nur leider die eine Rakete weg. Aber gut, dann machen wir jetzt nämlich Folgendes. Wo wollte ich hoch? Irgendwo da drüben war das, ne? Wir können ja noch ein bisschen mehr Höhe gewinnen.
So, sieht man das von... Ist jetzt über mir Decke oder komme ich da hoch? Ah, warte mal. Mit dir quatsche ich nachher. Hey, wo ist jetzt mein Gefährtin? Ach Mann, ich sehe nix. Ah, hier. Okay, das müsste doch jetzt hoch genug. Ach, jetzt sag nicht, ich kann da... Ach nee, komm. Wenn das jetzt geht, dann bin ich sauer. Jetzt habe ich mir extra so einen schönen Weg überlegt. Okay, ist nicht hoch genug. Das hätte mich jetzt auch leicht verärgert. Wenn ich mir extra so einen schönen Zusatzweg überlege und dabei Zeit verschwende, noch und nöcher. So. Ah, wir können ja, stimmt, wir können noch ein bisschen höher. Und dann von hier aus starten. Das sieht doch jetzt ganz gut aus. Nur ein bisschen gerade müsste es noch sein. Nein! Das ist nicht gut. Es ist noch da, okay, immerhin. Aber wie komme ich denn da jetzt wieder ran? Ach nö. Hä, wo ist es? Ah, da drüben. Yes! Es ist so albern, es tut mir leid. Nein, du rollst jetzt nicht schon wieder weg, Kollege. Warum löst sich das denn immer? Ich sehe nichts. Alter. Jetzt bleib doch da einfach mal drauf stehen. Mein Gott. So, okay. Wir scheißen jetzt mal auf die andere Höhe. Haut es jetzt hin? Ja, okay, Abflug. Wie hoch muss ich denn noch? Das hat nicht gereicht. Scheiße, hä? Wie hoch ist das Ding? Hä? Willst du mich verarschen? Okay, das hat nicht gereicht. Ja, komm, dann egal. Genug Zeit mit dem Quatsch verschwendet. Genug Zeit mit dem Quatsch verschwendet. Das ist ja unfassbar. Jetzt hau ich erstmal den Jäger hier um zum Zeitvertreib. Mein Gott, ey. Hallo und tschüss.
Ja. Gut. Ja, witzig. Yay! Nunobu hat sich drum gekümmert. So. Hier muss doch jetzt irgendwo der Schalter sein, mit dem ich dieses Ding hier aus... mit dem ich diese Mine grundsätzlich ausdingse. Ah, hier. So. Ey, ich nur die, wegen dieser scheiß Wurzel, die ich auslösen wollte, haben wir jetzt so viel Zeit verloren. Das ist auch wieder echt schwach. Das ist auch wieder echt schwach. Ah, so. So, was haben wir hier jetzt Schönes bekommen? Kampfflammenwerfer. Alles klar. Das werden wir gleich sehen. Was ist das denn jetzt alles? Was? Was kannst du jetzt? Bruder! Okay, kann man machen. Yay. Kann man mal machen, ne? Kampfflammenwerfer, warum nicht? Ja gut. So, dann können wir da drüben noch auslösen, die Mine. Aber ist jetzt auch nichts, was ich jetzt nutzen will. Nix und weiter, lass mich einfach in Ruhe. Nein. So. Trotzdem hätte ich jetzt echt gerne... Ach Mann, ey. Also ich wollte halt zu der Mine, aber ich wollte mich jetzt eigentlich nicht den ganzen Part hier auf der Mine aufhalten. Ist das ärgerlich. Ich hätte es halt hier gerne ein bisschen heller gehabt. Deswegen wollte ich die Wurzel auslösen. Und das Wurzel auslösen hat einfach gefühlt den ganzen Part gekostet, weil ich mich halt angestellt habe wie sonst was. Weil ich halt nicht da hochgekommen bin. Ah, das ist so dumm. Das ist echt dumm. Ist hier jetzt noch irgendwas Sinnvolles zu tun? Das wäre jetzt halt meine Frage. Ist jetzt noch irgendwas Sinnvolles zu erledigen? Ich denke nämlich fast nicht.
Auch dieses Ding hier kann man ja, also der ist hier gelandet, aber man kann es ja gar nicht nutzen. Man kann damit ja gar nicht hier abheben. So, ne, du kannst damit ja nicht losfliegen. Also ich gette nicht ganz. Wie die sich das immer vorstellen, dass sie dann damit losfliegen können wieder, weil es geht halt nicht. Du brauchst halt eine Schiene, von der du losfährst. Losfliegst. Ich habe hier keine Schiene, mit der ich losfliegen kann. Ich habe überhaupt nichts derartiges. So, aber ich will jetzt da hoch zu dieser verdammten Wurzel. Das ist jetzt noch mein Ziel für diesen Part. Ich werde einen Weg finden, da hochzukommen. Einen angenehmen Weg. Weil es kann doch nicht sein, dass das so ein komisches Unterfangen ist, da hochzukommen. Okay, warte, von hier aus könnte ich mir was vorstellen. Unfassbar, ne? Das Spiel ist so, nö, ich lass dich nicht hoch. Nee, das Spiel ist so, nein, du darfst ja an keiner Stelle deinen Deckensprung nutzen. Aber warum? Ich meine, es ist jetzt ja keine Challenge, da hochzukommen. So, lass mich doch einfach hoch, Spiel. So, was soll denn dieser Quatsch? Wo bin ich zum Teufel? Jetzt bin ich gleich wieder da drüben. Es gibt keinen Vorsprung, um da hochzukommen. Es gibt keinen Vorsprung, um da hochzukommen. Warum ist, also warum wird es denn einem so schwer gemacht, da hochzukommen? Als wäre das jetzt irgendwas ganz Krasses. Ich will da in dem Part noch hoch. Es tut mir leid, ich krieg hier Zustände. Dieses Ding hier, ist das hoch... Ne, aber jetzt bin ich hier wieder tiefer. Nee, da lässt mich auch nicht hoch. Nee, da lässt mich auch nicht hoch. Alter! Okay, warte mal. Vielleicht kann ich da oben kurz stehen. Das sieht nicht ganz so steil aus. Ich glaube, hier könnte ich kurz stehen. Jetzt sieht's wieder steiler aus. Scheiße. Nee, kann ich nicht stehen. Was ist mit dem? Da drauf könnte ich aber kurz stehen, oder? Nee, rutsche ich auch sofort ab. Mann! Warum wird es denn zu so einer Challenge gemacht, da hochzukommen? Werd doch einfach grün. Aber nicht mal da wird's grün.
So ein Schwachsinn. Da drüben waren wir schon. Da geht's auch nicht hoch. Ach, so ein Unfug. Mit einem Luftballon wäre ich sofort oben. Und warum gibt's hier keine Schiene? Die packen mir mehrere Flugzeugmöglichkeiten hier hin, aber keine Schiene. Wie soll ich denn dann abheben? Wie soll ich denn ohne eine Schiene abheben, Leute? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Das ist echt ganz, ganz mies. Darf ich hier irgendwo hoch? Wie hoch komme ich da im Klettern? Nicht sehr hoch. Guck mal, das hier ist doch aber auch, das könnte doch irgendwo an der Stelle kurz so glitchy technisch grün werden. Schade. Wird's aber nicht. Dafür muss es wahrscheinlich richtig flach sein, dass man da hoch kann oder so. Okay, aber ich kann hier noch ein bisschen höher. Vor allem da drüben ist einfach wieder der Feuertempel. Ist auch witzig. Das ist auch witzig, dass der da ist. So. Aber auch hier komme ich nicht hoch. Das ist auch so eine unerklimmbare Wand. Geil. Der hat's richtig gebracht. Nee, das ist alles hier glatt. Das ist. Ich darf hier nirgends hochklettern. Alter! Was ein Quatsch. Wie sieht's denn hier aus? Wow! Darf ich hier irgendwo hoch? Nee, na? Natürlich nicht. Natürlich darf ich hier nirgends hoch. Das ist so frech. Ja, jetzt säbelt's mich hier gleich wieder runter. Ach, das ist doch dumm. Okay, was soll's. Dann lösen wir die Wurzel jetzt halt nicht aus. Vielleicht ist es auch eine Wurzel, wo man von oben sich runterfallen lassen muss durch irgendein Loch und ansonsten darf man einfach zu dieser Wurzel nicht hin. Aber finde ich albern. Wobei, okay, doch, warte, wir machen eine Variante, machen wir noch. Eine Variante machen wir noch. Dann zahle ich halt gerade 3 Sonanium. Ah, ne, jetzt sind die Materialien weg. Scheiße. Oder sind die wieder hier?
Okay, das Ding ist wieder hier. Die Raketen sind weg. Wieso ist das Ding wieder hier, aber die Raketen nicht? Was ist das denn jetzt wieder Freches? Na gut. Na gut, pass auf. An dir lasse ich jetzt erstmal meine Wut aus. Du machst hier nämlich schon wieder alles dunkel. Du Dummkopf, du Blöder. So. Lass meine Lichtdinger in Ruhe. So. Okay. Hallo, gerade. So. Einmal an die Seite. Einmal an die Seite. Okay. War natürlich verkehrt rum. Machen wir es doch gleich ganz anders. Kapsel. So. Jetzt habe ich nämlich echt die Schnauze voll. Okay, let's go. Okay, ich dachte, das funktioniert. Stellt sich raus, reicht nicht. Okay, pass auf. Dann ist mir das jetzt auch Wurst. Nehme halt noch eine Kapsel. Ich überlege nur gerade, will ich... Na, ich habe nur die... Ich dachte, ich habe vielleicht eine Kerzenkapsel, aber habe ich gar nicht. Liegt hier ein Flammenwerfer selber rum? Nee, ne? Sprinkler legen hier rum. Nee, kann ich nicht. Das wär witzig, wenn das geht, aber das glaube ich nicht. Nee, komm, dann stell mal. Dann löst mal den Flammenwerfer noch ein. Ach, Leute. So. Dann nehmen wir jetzt aber auch, dass das auf jeden Fall gut geht, noch die Batterien mit. Nicht, dass das noch schief läuft. Weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, nicht genug Energie habe. Das wäre nämlich besonders ärgerlich. Wenn ich jetzt hier schon alles zusammen bastel. Hallo. So. Aber klappt das so überhaupt, wie ich das gerade baue? Das muss eigentlich so klappen. Also wir testen kurz. Ja, doch. Die erste Batterie ist leer.
Da ist die Wurzel. Das ist halt echt brutal hoch, ne? Okay, danke. Den Rest mache ich selber. Also warum war jetzt diese Wurzel so eine brutal schwere Geburt? Wie lange haben wir jetzt hier rumgebraucht? Ich bin schon über eine Stunde. Das ist einfach eine ganz normale, stinknormale Wurzel. Aber wieso war die jetzt so speziell? So, real talk. Warum? Warum war die jetzt so speziell also, du hast keine vernünftige Möglichkeit gehabt, hier hinzukommen. Die ist hier, du kommst ja von der anderen Seite gar nicht hin. Das sehe ich ja jetzt erst. Warum war die so... Und hier hoch kannst du gar nicht. Ich verstehe schon. Du sollst hier gar nicht hoch. Aber das ergibt für mich keinen Sinn. Ich verstehe nicht, was an der Wurzel so speziell ist. Also ich verstehe es Real Talk einfach nicht. Hallo, was ist denn jetzt hier? Guck mal, das wäre nämlich jetzt eigentlich von der Höhe her machbar, aber man darf jetzt halt einfach nicht hoch. Das wäre jetzt auch alles glatt, also normalerweise müsste man hier hoch dürfen. Wobei doch, da geht's noch höher, ich komme da schon ein bisschen hoch. Wie weit lässt er mich jetzt noch klettern? Nee, das wird jetzt wahrscheinlich wieder so ein Spider-Man-Abfall-Kletterding sein. Jetzt rutscht er gleich ab. Nee. Ja, aber es bekommt halt hier auch nicht. Also, wo willst du denn hier hinkommen? Nee, das ist Quatsch. Aber das ist der einzige Weg hier. Also, das ist nur diese Wurzel hier. Sonst ist es nichts. Das ist literally nur diese Wurzel. Also sowas checke ich halt einfach echt nicht. Ja gut, dann haben wir den Rundkurs gemacht. Ich hatte mehr vor in dem Part als nur das. Aber was soll's. Die Wurzel da hat mir leider, also ich weiß nicht, warum die Wurzel so ein Problem jetzt am Ende war. Und mir ging es um die Mine. Die Mine habe ich gemacht. Der Bauplan ist jetzt nichts Brauchbares. Aber es ist ein Bauplan. I don't know. Das war jetzt ein sehr merkwürdiger Part, bis auf den Anfang. So, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Sonanium. Oder auch nicht. Aua. Toll. Aber Sonanium wichtig und richtig. Ich dachte, er hat ihn erledigt. Okay. Und dann machen wir beim nächsten Mal wieder auf der Oberwelt weiter. Die Geschichte hier machen wir noch. Also da möchte ich auf jeden Fall noch hin. Na, zu dem da. Da möchte ich auf jeden Fall noch hin. Aber ja. Das machen wir über den Schrein.
Danke fürs Zuschauen und tschüss.